Alter! Was denn? Was? Wir haben Lack-Null-Dinger. Kein irgendwie Lack 10 oder Lack 20 oder so. Ich bekomme sowas. Yo, Leute! Willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Lucky Getter. Und hör auf damit, Max. Bist du hä? Was? Oh. Hä? Okay, wir haben es wieder hinbekommen. Auf jeden Fall spielen wir mal wieder Lucky Getter mit Krankcrafter. Oh yeah, das bin ich. Oh yeah, und ich habe in letzter Zeit so häufig Kommentare bekommen, dass ich endlich wieder Lucky Getter bringen soll. Es kam jetzt, glaube ich, 3 Wochen nicht. Also heute ist das der dritte Tag und bei mir kommt es ja immer am Samstag. Und diesmal so ein bisschen Late Night, so wie gestern, wo ein Video um 23.40 Uhr kam, kommt es heute wahrscheinlich wieder so spät, weil wir nehmen erst so um 22 Uhr auf. Auf jeden Fall spielen wir wieder auf der Map Regentropfen. Diesmal nicht auf Thunder, weil ich fand so Thunder, aber beim letzten Mal, als wir das aufgenommen hatten, da gab es so wenig Coin-Blöcke und das habe ich mir gedacht, komm, zocken wir mal wieder Regentropfen, weil da habe ich dich, glaube ich, immer gezogen. Auf Thunder hast du mich immer gezogen. Ja. Und deshalb habe ich mir gedacht, mal sehen. Komm. Ja, ich möchte damit jetzt mal brechen mit der Kette und dich auf dieser Karte auch fertig machen. Mhm. Ja, wir haben auch einige Updates drin, ne? Sieht man ja schon an den Texturen der Lucky-Blöcken. Ja, aber die sind vom Lucky-Block-Mod irgendwie so geupdatet worden. Keine Ahnung, die sehen jetzt bei mir aus wie so SpongeBob-Texturen, finde ich irgendwie. SpongeBob-Texturen? Ja, die sind bei mir so komisch. Also haben die auch so Augen? Nein, aber die haben bei mir dieses SpongeBob-Gelb. Keine Ahnung, die sind so weiß und gelb, die normalen Lucky Blocks. Also bei mir sehen die aus wie vorher. Ja, ich weiß nicht, was bei mir los ist. Ich hatte auch ein paar andere Mods noch davor installiert, weil ich ein paar neue Lucky Blocks getestet hatte. Auf jeden Fall sind die jetzt anders, aber ich finde, die sehen cooler aus. Naja, okay, bei mir läuft es aber nicht so. Ich habe gerade mal 4 Lucky Blocks bekommen. Oh, das ist echt nicht so viel. Hey, ich bin auf Koks. Sorry, tut mir leid, Versprecher. Rausschmeißen bitte. Okay. Nein. Digga, ich habe so viele Lucky Blöcke schon. Digga, ich habe 6. Ich habe 15. Ich falle auch die ganze Zeit runter. Ich habe, glaube ich, eine richtig scheiß Route mir heute rausgesucht. Ich sollte vielleicht zu einem Ding gehen, wo es mehr gibt. Aber ich weiß nicht, wo es mehr gibt. Du warst bestimmt bei den ganzen Modulen und hast die ganzen Sachen da geholt, ne? Du nennst das immer Module, Franz. Ja, aber wie soll ich das denn sonst nennen? Ebenen? Inseln. Inseln. Nein, das sind keine Inseln, das sind Module für mich. Mann, Alter. Definitiv. Schreib mal Hashtag Franz lernt Deutsch in die Kommentare. Warum? Weil Modul. Weißt du noch, wo ich dich letztens darauf angesprochen hatte, dass du gar nicht Nein, ich habe danach auf Twitter gesucht, ob es da irgendeinen Tweet gibt, wo du es falsch geschrieben hast. Ich habe tatsächlich keinen gefunden, ja? Ich dachte so, yo, scheiße, habe ich voll die Scheiße wieder erzählt. Und letztens postest du wieder einen. Hä? Ich habe gar nichts gemacht. Gar nichts? Wie wird dann gar nichts geschrieben? Ja. Ja, zusammen halt, ne? Nein, Spaß. Ja, okay. Aber Leute, ihr müsst wissen, ich verbessere Franz üblicherweise, wenn er irgendwie Englisch redet oder so. Was, Alter? Nee, Lüge, oder? Du schneidest das immer raus. Gar nicht. Ich will deinen Zuschauer, weißt du, ich will auch, dass die was lernen, ja? Ja, ja. Dann schneidest du die Sachen einfach raus. Ja, ihr könnt ja mal gerne bei Max vorbeigucken, wenn ihr da ganz viele Sachen lernen wollt. Der macht super tolle Videos. Ich habe es ein bisschen aufgeholt. Ich habe inzwischen sogar schon 14. Ja, 14 Lucky Blocks. Das ist ja jede Menge. 14 sozusagen. 14, ja, so wie Miguel. Ja, stimmt. Jo Leute, was geht? Ich Max und herzlich willkommen zu einem neuen... Okay, das verstehen jetzt wahrscheinlich die meisten vielleicht nicht, aber ist ja auch egal. Oh ja, Mann. Ich hoffe, dass die es nicht verstehen. Ich ja, stimmt. Ja. Nicht stimmt. Mit YouTube pöbel ab. Genau. So, okay, wartet mal. Hier sehe ich einen. Den hast du noch gar nicht. Wie weit bist du unten? Oder bist du wieder gestorben? Ich bin auf 70 gerade. Und Franz, 70? Ich muss sagen, wenn du nicht deutliches Glück hast mit den Lucky Blöcken, dann sieht es schlecht für dich aus. Ich wette mit dir, ich bekomme ein One-Hit-Ding und dann bist du weg. Ja, das wäre so typisch. aber diesmal haben wir uns für die Folge überlegt, weil wir sind gerade noch dabei, dass wir sozusagen 3 Kämpfe in einer Runde haben, also nicht nur ein Kampf immer. Da sind wir gerade noch dabei, das wird noch geschrieben und deshalb habe ich jetzt einfach für die Folge überlegt, dass wir uns einfach extra Herzen geben, ganz viele, irgendwie 100 Stück oder so. Und dann die Kämpfe ein bisschen länger dauern, beziehungsweise der eine Kampf, dass es nicht so ein One-Hit-Kampf wird, wie es üblicherweise immer in Lucky Getter war. Finde ich aber cool, so, dass die Leute das trotzdem gefeiert haben. Auch ich habe mega viele Kommentare bekommen, so, ey, wo bleibt das? Bringt ihr das mal wieder? Und... Ja. Also es war immer lustig bisher, keine Frage, aber wir haben diese Deathmatch-Frage haben wir ja noch nicht so optimal gelöst, muss man schon zugeben. Ja. Da wird aber auf jeden Fall dran gearbeitet und ich glaube, wenn das steht, dann wird das richtig cool. Dann wird's geil und ich probiere auch in Zukunft so ein paar mehr Lucky Blocks noch an Bord zu holen. Und?
Digga, okay, aber ich bin eigentlich ganz zufrieden mit meiner Ausbeute, ne? Ich habe jetzt insgesamt 22 Stück bekommen. Okay. Und du hast bestimmt irgendwas über 30, ne? Ja, 32. Oh, ich habe direkt einen Lucky... Wow, okay. Ich habe direkt einen Tempel bekommen. Den merke ich mir direkt, weil wenn ich jetzt irgendwie so einen Wishing Well bekomme, wo... Wow. Okay. Hallo, Max. Na, warte mal. Hey, du bist doch behindert! Schon nein! Wieder. Nein! Egal. Komm, ich werde jetzt durch kein einziges Ding getötet. Ich bete. Du auch nicht, okay? Warte. Lass uns ganz kurz viele extra Herzen geben. Aber so richtig viele. Oh. Also maximal. Mach mal 240. Digga, wir haben jetzt... Brauche ich auch noch. Ja, hä, hab ich dir doch auch gegeben. Achso, nee, at P ist... jetzt hast du auch, ne? Okay, ja, so überleben wir das, Leute. Ich denke auch, aber jetzt kann ich gar nicht mehr so richtig schön die Sachen sehen. Ja. Ich habe gerade das bekommen, was ich wollte, weil ihr seht schon, ich kann mir jetzt richtig hart gönnen hier. So. Aber wie kriegt ihr da oben noch? Franz? So. Ja, was los? Jobst du gerade? Guck mal im Chat. GG, Leute. Hey, Leute, da bin ich wieder. Na, und wir haben jetzt... Yo, neue Leute. Blöcke. Yo, Leute. Wir haben uns jetzt einfach ganz kurz nochmal ein paar Blöcke gegeben. Wow. Weil wir dachten uns, nice, das Eden war so ein bisschen behindert. Auf jeden Fall machen wir das gleiche jetzt einfach nochmal mit so gleicher Anzahl in etwa. Und ja. Okay, ich habe jetzt so ein bisschen darauf gehofft, dass ich nochmal so einen Lucky Villager bekomme. Fand ich auf jeden Fall ziemlich nice. Ja, sind aber, die so OP? Nee, oder? Naja, also ich hatte halt eben einen, da konnte ich mir eine komplette Via-Rüstung kaufen mit Dias. Die so direkt enchanted war auf Schutz 2 und so, weißt du? Wie, mit einem Klick eine ganze Dia-Rüstung nee, oder nee, so? Nee, ich hatte sozusagen, ich hatte gehofft, dass ich so eine Wishing Well bekomme, wo ich so, wo ich so Diamantenblöcke, so ein bisschen Diamanten rausbekomme, weißt du? Aha, ja. Und so Emeralds und so, und dann hätte ich mir halt von den Diamanten die ganze Rüstung kaufen können. Beim Village. What the fuck? Was ist das? Oh Gott, ja, bei mir geht's auch schon wieder gut ab, ey. Aber den will ich unbedingt töten. Was ist das denn hier? So ein Obsidian-Kugel, was auch immer? Eine Miner Pants, geilo, Alter. Alter Schwede, ich hab was richtig Nices bekommen. Was ist das hier? Och man, ich hasse es. Alter! Was denn? Was? Was geht denn? Das wirst du im Fight bemerken, wir müssen uns auf jeden Fall richtig... Was bekomme ich gerade, ne? Wir haben Lack 0 Dinger, keinen irgendwie Lack 10 oder Lack 20 oder so. Ich bekomme sowas. Direkt so zwei richtig OP-Sachen hintereinander. Wo ist es jetzt? Hey, du kannst du nicht mehr reden oder was los? Nein, weil das so heftig ist. Nein, okay, so, hier sind komische Tränen. Wow. Nein, Franz, der ja. Todfeind. Was denn? Schaust dir. Hä? Jetzt bin ich verwirrt. Nein, guck doch, was ich habe. Nein! Digger. Den muss ich nachher mal testen. Verfeile. Abbaulähmung. Nicht mich hauen. Ach, das ist ein Mob, ne? Ich bin nicht bei dir. Oh, Leute, da war einer mit deinem Namen plötzlich. Ja, aber lass den mal, den will ich töten, okay? Ist schon tot, der hat mich angegriffen. Dein Ernst? Ja. Hatte der gute Items? Krieg ich die? Danke. Nö. Ist dein Ernst? Verdammt, guck mal, da kommt so ein scheiß Schleimtrichter von mir auf dich. Ja, der war auch von mir. Haha. Ja, du bist dumm. Oh, hier sind überall nur Slime-Dinger. Langsam habe ich das Gefühl, dass hier gar nichts Geiles bei rauskommen kann. Boah, Franz, die Abbaulähmung. It kills me. Hä? Warum kann ich das nicht abbauen? Alter, ich muss unbedingt, ne? Feindliche Kreaturen. Hast du auch Abbaulähmung? Oh Gott, Digger. Hast du auch Abbaulähmung? Nein, als ob ich sowas. Ich darf die wegmachen, oder? Kann ich die nicht wegmachen? Ja, mach sie ruhig weg, hab ich kein Problem mit. Wie kriege ich das hier ab? Ich kann die Kiste nicht abbauen, das ist normal. Das ist so eine Kiste. Hey, jetzt kann ich die abbauen. Wow, hier sind sogar relativ nice Sachen drin gewesen. Okay. Oh, das ist der Wahnsinn, oder? Das ist okay, der Wahnsinn, Leute. Weggemacht, schnell. Lag. Was war das? Bei mir lag es einfach gar nicht. Nur Köpfe. Was ist hier noch? Gibt es hier noch irgendwo eine Kiste? Ich glaube, oben sind noch Kisten. Aber ihr greift mich die ganze Zeit diese Dinger an, ne? You will die in unexpected death. Okay, ich weiß, was der Todesgrund ist. So, und da oben geht's auch noch weiter. Ich glaube, da muss ich mich hochbauen. Sonst wüsste ich nicht, wie ich da hochkomme. Und Mann, ich hab 10... Franz! Was ist, Max? Ich hab 10 Minuten lang Sprungkraft, 10 Millionen. Warum kann ich keine Blöcke setzen? Das ist total komisch. Ich kann manchmal Blöcke nicht abbauen. Hä? Listen to me, Crowncrafter. Das hatte ich schon zweimal. You will die. Oh, scheiße. Ja, hast Pech gehabt, ne? Es gibt, glaube ich, auch so Kisten mit so Lucky Blocks, die dann irgendwie den anderen töten oder irgendwie zu sich teleportieren oder so, ne? Echt? Nein, habe ich nur ausgetrickst, Max. Du bist so fake, ne? Ja, ich bin so fake. Was ist das hier? Nice. Fucking fake and geil. Gönnen wir uns auf jeden Fall mal, denn durch euch weiß ich komplett Lucky Blocks. Und ich glaube sogar,
dass dieses Ding, was da hinten war, ne? Ich hoffe mal, das ist nicht tot, weil ich wollte es ja auch noch irgendwie töten, was ich am Anfang bekommen habe, diesen komischen Mob. Der hatte, glaube ich, auch diese Emerald-Rüstung am Start. Müsste ich jetzt nur noch suchen. Aber ich finde den nicht mehr. Oh Gott, hier ist so ein King-Slime. Um mich mal zu töten. Mit oh oh. So, komm her. Ja, wahrscheinlich ist die Axt sogar besser. Stirb! Boah, ich bin mir absolut unsicher mit meinem Equipment. Hat der irgendwas Nein! Nein, 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 nein. Oh Gott. Was weißt du, ich dachte, ich bekomme bei diesem Ding so richtig OP-Sachen. Und dann hat der mir einfach so ganz viele neue Slimes gedroppt. Schon insgesamt sehr Hack, oder? Wie würdest du das bezeichnen? Alles Hack. Warum kann ich manchmal keine Blöcke setzen? Hä? Ich blick gerade ganz mannköftig, Benne. Ich kann unter mir keine Blöcke setzen. Woran liegt das? Das ist von mir der Zauberspruch. Max, komm mal ganz kurz zu diesem Ding, ne? Zu dieser Castle hier. Zum Slime-Castle? Ja, ja. Aha. Kannst du hier irgendeinen Block abbauen? Nee, das liegt aber an dem Ding. An dem Tower. Der ist daran schuld, wirklich. Wie, welcher Tower? Der Tower. Also man kann da nichts abbauen wegen dieser Burg. Ja, dass man nicht cheaten kann. Bam! Ha! Ich hab's verarscht. So, zack, nix da, Alter. Ich zeig dir mal, was ich mit deiner Burg mache. Nein, nein, nein! Max, was hast du gemacht? Nichts. Max! Nichts? Hör auf, meine Burg zu zerstören! Digga! Nein! Ja, nein, die sind überall Magma. Oh Gott, 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 oh Gott. Ich hab die schön seitlich freigelegt. Danke, danke, Max, danke. Jetzt ist das Ding, was ich nicht abbauen kann, aber das konnte ich vorhin kurz abbauen. Nicht irgend so ein Bug wahrscheinlich. Mann, ich bin immer noch so gespannt. Du hast ja vorhin schon gesagt, dass du irgendein krasses OP-Item hast. Nein, ich hab mich verarscht. Ach so, ne, ganz gut. Und ich mach mir ganz kurz ein Diamond Sword. Diamond Sword. Hast du kein besseres Schwert bekommen? Doch, doch. Warte mal, wie hieß denn das nochmal? Wie sagen es manchmal? Ja, du hast kein besseres bekommen. Manche sagen. Sword heißt es. Ja, nee, aber ganz viele sagen Sword noch. Ja, was heißt Sword? Diamond Sword. Warte mal, was soll ich denn jetzt hier nehmen? Ich habe noch das Ding hier, Alter. Okay, und das habe ich auch noch. Und ich brauche Eisen. Weißt du, wir machen jetzt einfach mal dieses Scheißdinger weg, ja? Wenn wir gleich kämpfen. Ich brauche Eisen. Wofür brauchst du die denn? Zum Eisen haben. Nee, erstmal ehrlich, brauchst du für irgendwas Krasses oder um die Eisen zu machen? Damit ich mir Dia-Blöcke abbauen kann, die hier gespawnt sind. Okay, da gebe ich dir kein Eisen. Dann gebe ich uns, wie viel soll ich uns geben? Machen wir einfach mal so ein bisschen übertrieben auf 160, 150. Okay, das dürften ein paar sein, oder? Alter Schwede. Junge. Okay. Ich weiß absolut nicht, wie das werden soll. Leute, jetzt geht's los. Okay, beginnt der Kampf. Lass OP Mystery Potion. Keine Ahnung, ob ich alles nehmen soll, ne? Okay, der Kampf beginnt. So, bist du bereit? Go, go, go. Ja. Wo bist du? Hier bin ich. Hä? Bam! Alter, hast du mich geprackt. Hä? Hey, what? Es ist mega komisch. Nein, ich hatte einen Trank mit plus 780% Stärke. Was? Und dann hatte ich noch so ein Level 15 Hosending. Wie lange hat der gehalten, bitte? Ja, 5 Minuten. Ich habe ihn ja eben das reingedrückt. 5 Minuten? Ja. Und ich habe dich ge-one-hitted mit irgendwie, das sind irgendwie 200 Herzen oder so, ne? Ja. Na gut, krass. Leute, eigentlich war der Plan anders, dass wir so ein bisschen einen langeren Fight haben. Es war doch nicht so. Ich hatte, das ist einfach zu OP, würde ich das sagen. Das waren deutlich über 200 Herzen. Ja. Gut, da würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Guckt auf jeden Fall auch bei Krani vorbei, denn da kommt hoffentlich am Mittwoch dann auch wieder eine Folge. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut, bis dahin und tschüss. Ciao, ciao.